Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Wir sind mittlerweile auf Tau Volantis und fehren uns den Arsch ab. Und dieser Kerl hier, man muss sich das mal vorstellen, er ist tatsächlich mit eiskalten Eiern gestorben. Und das ist ziemlich traurig, muss ich sagen. Ich habe auch nach der letzten Folge eine kleine Träne verdrückt. Was ich ziemlich bitter finde, ist die Tatsache, dass dieser Charakter mehr oder weniger eigentlich überhaupt keinen Zweck in diesem Spiel erfüllt hat. Also er ist, ich weiß nicht, warum man ihn so geschrieben hat, wie man ihn geschrieben hat, aber welchen Nutzen hatte denn Backe durch das ganze Spiel hinweg? Hat er irgendwas getan, was nur er hätte tun können, oder hätte das nicht vielleicht auch ein anderer Charakter übernehmen können? Also die Autoren, das ist mir ein Rätsel, warum man diesen Charakter in diesem Spiel hat. Denn der einzige Grund, warum er im Spiel ist, könnte sein, dass man jetzt schockiert ist, dass ein so nett wirkender Charakter tot ist. Aber er hatte ja ansonsten keinen Nutzen, also so richtig verstehen kann ich das nicht. Wir sind auf jeden Fall immer noch auf der Suche nach Ellie und Co. Denn drei Leute leben ja noch, beziehungsweise vier, wenn man Carver mit dazu zählt. Den haben wir jetzt allerdings auf dem Video nicht gesehen. Was allerdings auch darauf hindeuten könnte, dass er halt ja der Koop-Charakter ist und er zu der Zeit ja auch irgendwas machen müsste. Beziehungsweise man mit ihm irgendeine Mission spielen könnte. What was that? Ich bin im Common Room, lasst mich in Frieden. Okay. Gucken wir jetzt hier nochmal etwas genauer um. Wahrscheinlich kommt hier gleich wieder diese komische Riesenbestie vorbei, die wir schon mal gesehen haben. Die Immobilien hier heimzusuchen scheint und... Sag mir bitte, dass das keine Heizung ist. Bitte. Sag mir einfach, dass das keine Heizung ist. Seht ihr den gefrorenen Ed von Schleck da drüben? Seht ihr die Heizung hier? Die man literally von seiner Position aus gesehen hat. Der hat sich vollkommen umsonst die Eier abgefroren. Und die anderen Idioten sind nicht mal auf die Idee gekommen, vielleicht 5 Meter weiter in den nächsten Raum zu gehen, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwas ist, was ihm helfen könnte. Kanisterbergungsmodul. Ja, ich berge gleich mal euer Hirn. Das muss tief vergraben sein auf Tau Volantis mittlerweile. Panzertape. Vielleicht können wir seine Wunde kleben. Ja, jetzt ist das Panzertape natürlich auch weg. Hallo Helm, kannst du dich mal aufhören, in den Vordergrund zu drängen? Naja, vielleicht sollten wir uns erstmal die Bank hier angucken. Das Kanisterbergungsmodul könnte noch ganz interessant sein. Tesla-Kern haben wir natürlich auch gefunden. Stase-Beschichtung. Plus 2 Schaden, minus 1 Feuerrate. Also es gibt hier schon einige Dinge, die wir durchaus mal machen können. Wir haben ja hier The Planet Cracker Militärantrieb. Das war ja das Tesla-Kern. Haben wir schon irgendwo einen Tesla-Kern gehabt? Hier haben wir einen Plasma-Kern. Das ist auch richtig. Tesla-Kern vielleicht mal eher probieren. Standardspitze. Kompakter Elite-Rahmen. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Ich weiß nicht. Medizinische Hilfe. Lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Stase-Beschichtung. Oh! Überzieht Projektile mit einer sehr dünnen Stase-Schicht. Finde ich schon mal sehr geil. So. So, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Kanister-Bergungsmodul? Wo hat man das? Wo? Munitionssammler. Hier ist es aber auch nicht. Wo ist das Ding? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt so nicht. Einfache Stangen, Energiekanone. Okay, da wollen wir erstmal nichts machen. Hier wollen wir erstmal auch nichts machen. Das mit der dünnen Stase-Schicht ist natürlich ganz geil. Jetzt müssen wir nur mal hier mal gucken. Ich würde gerne das freischalten, damit wir da auch rankommen. Und wir könnten mal gucken. Wobei der Schaden ist natürlich... Der Schaden der Shotgun ist schon ziemlich enorm.
Schaden weiter zu erhöhen, bringt da ehrlich gesagt nicht so wirklich Sinn. Also ich würde dann eher hier nochmal gucken, dass man den Schaden hier erhöht. Dann ist er so richtig, richtig extrem bei unserer Nahkampfwaffe. Jetzt kann man hier noch ein paar Sachen reinschieben. Das würde ich auf jeden Fall da reinmachen. Dann kann man nochmal bei Feuerrate gucken. Feuerrate einreihen und Nachladen nochmal einreihen. Das ist ja unsere Waffenmodifikation quasi für das Ding hier. Könnte geiler sein als der Revolver. Müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, aber wie gesagt, Leute. Also wenn das mal nicht richtig bitter ist, dann weiß ich auch nicht. Das tut mir für Buckle so unendlich leid. Godzilla nicht letztens in irgendeinem Kinofilm gegen King Kong gekämpft? Wie kann er denn hier sein? What the fuck? Passt das? Passt das? Es passt nicht! Okay. Probieren wir mal was anderes. Klüger wäre es wahrscheinlich, wenn man die einfach nimmt und hier rüber schießt. Einer von denen wird schon halten. Und wenn nicht, haben wir unser Panzertape. Es gibt nichts, dass man Panzertape nicht fixen könnte. Kaputte Beziehung? Panzertape. Zu scheitern drohende Ehe? Panzertape. Dein Kind hält nicht die Schnauze? Panzertape. So, und jetzt scheint es auf jeden Fall zu funktionieren. Ich bin bereit. Okay, da kommt niemand. Natürlich fahren wir nach unten. Hier spricht Private Sam Ackerman, 41. Engineering. Hab Ihnen gesagt, Sie dürfen die Infizierten nicht essen. Sie fingen an, sich zu verändern, wurden lichtempfindlich. Meine Taschenlampe allein reichte, damit Sie durchdrehten. Ich habe den Aufzug deaktiviert, um Sie dort unten einzusperren. Möge Gott Ihrer Seelen gnädig sein. Nein! Oh Gott, Sie sind hier. Und Sie haben die Infizierten gegessen. Verzweifelt müssen sie gewesen sein. Wir kommen hier wahrscheinlich nicht durch. Nein. Hallo? Gollum? Die muss sich nur anhusten, dann sind die tot. Hier, Konserven! Du hast doch bestimmt Hunger. Du sahst zumindest so aus, als hättest du Hunger. Was ist was zur Hölle? Okay, diese Gestalten sehen schon ein wenig creepy aus. Ein bisschen sehr creepy. Aber ich frage mich, wie sie... Also überleg mal, gegen was für Viecher Isaac schon gekämpft hat. Und die wollen mir weismachen, dass diese... Diese vegane Kampffront mich aufhalten soll? Wow, wow. Okay. 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 Es reicht. Vegane Kampffront gegen Isaac, klar. Isaac 1, vegane Kampffront 0. Schon lustig, dass diese Veganer im Tod zu Hackfleisch verarbeitet wurden. Energiewandler, okay, okay, okay. Finden wir hier noch irgendwas Interessantes? Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ich traue dem noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich hier noch mehr von denen befinden. Wenn wir auf jeden Fall diesen Schneeanzug gefunden haben, dann dürfte das... Herumlaufen auf Tau Volantis wesentlich besser werden. Hey, stop it. Eine Audionachricht, die auf mich wartet. Los. Persönliches Log, Sam Ackerman.
Seit 3 Tagen nicht vergeben. Mucksmäuschen still im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austricksen. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen. Anchorman! Bist du das? Oh Gott. Ich rieche dich. Ich rieche Krebsfleisch! Oh Gott, der tut mir so leid. Stellt euch das mal vor, ihr wärt in der Situation. Na! Komisches Gewürm, ey, die haben doch nicht mehr Augen. Garstige kleine Kartoffel! Ich nehme alles zurück, was ich über die gesagt habe. Die sind ganz schön. Ganz schön widerstandsfähig, obwohl es jetzt kanontechnisch nicht so. Also, das sind. Guck dich die an. Man müsste sie literally nur anhusten und sie müssten sterben. Also es ist schon ein wenig weit hergeholt, dass die uns Probleme bereiten können. Aber gut. Keine Ahnung, was ich jetzt alles aufgesammelt habe. Auf jeden Fall leben wir noch und wir müssen jetzt wahrscheinlich hier lang, um. Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung für unseren Sucherbot. Ackerman? Ach so, der versucht gerade Pistazien zu öffnen. Kennt ihr doch. In diesen Pistazienpackungen sind ja immer irgendwelche drin, die kaum so einen Anknüpfungspunkt hat, wo man dann plötzlich einen Werkzeugkasten holen muss, um die aufzukriegen. Ach so, deswegen macht er so Geräusche. Ich dachte gerade schon, ich krieg jetzt Probleme oder so, aber ach. So. Wir haben übrigens beim letzten Mal auch schon wieder ein Artefakt gefunden, was wir nicht mehr durchgelesen haben. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Temperaturen unter Null überleben. Wenn Sie das Gelände verlassen, müssen Sie einen arktischen Überlebensanzug tragen. Egal wie lange sie sich draußen aufhalten, dies ist ein Befehl. Es werden keine Ausnahmen geduldet. Benutzen Sie keine Anzüge mit sichtbaren Gebrauchsspuren wie abgenutzten Nähten, Rissen oder losen Helmdichtungen. Bringen Sie diese Anzüge direkt zur Materialausgabe. Ein Loch, so klein es auch sein mag, reicht schon, um die Kälte reinzulassen, was in weniger als einer Minute zum Tod führt. Der Einsatz von Katheter und Darmsystemen ist Pflicht. Sollten Sie sich eine längere Zeit draußen aufhalten müssen, können Körperflüssigkeiten die Isolierung des Anzugs beeinträchtigen. Katheter und Darmsysteme werden nach jeder Benutzung sterilisiert und sind absolut sicher. Halten Sie die Dichtung Ihres Anzugs jederzeit eisfrei und befreien Sie Ihre Stiefel nicht durch Aufstampfen von Schnee, da die Vibrationen die Katheter und Darmsysteme beschädigen. Ja, das klingt total geil. Hätte ich grundsätzlich auch richtig Bock drauf, muss ich sagen. Schon nicht schlecht. So, Fütterung der Fieder. Ach, Fieder heißen die Teile, okay. So, wir hatten hier noch was gefunden. Und zwar dieses Artefakt, meine ich. Ich muss zum Funkgerät. Ich glaube, ich jetzt müssen wir uns das erstmal wieder anhören, bevor ich was sagen kann. Wow. Fieder. Gehen Sie den Geräuschen. Anchorman! Bist du das? Oh Gott. Ich rieche dich. Ich rieche Krebsfleisch! Interessant finde ich, dass man Fieder, also diese. Also das passt richtig geil, weil Fieder gibt es ja auch im echten Leben. Das sind so Kerle, die ihre Frauen einfach mästen.
Ich hab's umgekehrt tatsächlich noch nie gesehen, aber es könnte auch sein, dass es Frauen sind, die ihr. Also es sind einfach Menschen, die ihre Partner mit Süßigkeiten vollstopfen, weil sie es geil finden, wenn die immer fetter werden und irgendwann nicht mehr lebensfähig sind alleine und vollkommen von ihnen abhängig sind. Das ist irgendwie. Nein. Bodenmannschaften, Bauteams, Pipelines, Versorgungsrouten, alle und alles im Dienste dieser verdammten Ausgrabungsstätte. Sie haben dort etwas Interessantes gefunden, aber niemand redet darüber. Man merkt sofort, welche Soldaten bei den Grabungen waren. Sie sehen gehetzt, fast schon gebrechlich aus, als habe sie das, was sie gesehen haben, um 40 Jahre altern lassen. Krass. Krass. Can you stop? Can you shut up, please? Quarantine. Ja. Dann sei aber auch ruhig. Wie groß zur Hölle ist denn das noch? Jenny. Warum ist denn das so groß noch? Das habe ich nicht kommen sehen. Dass die hier so einen riesigen Bunker haben. Okay, Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, Isaac. Vorsicht. So. Platine verstellt, keine Energie. Ah ja, das kennen wir ja. Die müssen wir einfach immer drehen, sodass es halt passt. Das funktioniert so tatsächlich nicht. Man müsste jetzt beispielsweise so machen. Dann so. Und dann. Bereit! Oh nein! Durch, durch, danke. So. Ah ja, Stase. Okay, das könnte relativ kompliziert werden hier. Wir müssen das Ding erwischen, wenn es hier ganz nach hinten zurückgefahren ist. Ich höre da schon wieder diese Feeder-Buddies. Schnell, schnell, schnell abgeklappt. Wunderbar. So, jetzt müssen wir hier gucken. Hier wahrscheinlich nochmal das gleiche Spiel. Wobei es für mich jetzt so aussieht, als würden da gleich wieder überall Feeder auftauchen. Natürlich tauchen hier Feeder auf. Okay, drehen wir mal ein bisschen rum. Das sieht schon mal gut aus. Das würde ich sagen, sieht ganz gut aus. Wenn wir das drehen, perfekt. Jetzt müssen wir noch das drehen. Ne, das kommt nämlich zum Beispiel nicht hin. Das kann nicht hinkommen. Wir müssen am besten den drehen. Probier hier nur mal so ein bisschen rum. Okay, jetzt drehen wir den. Das klappt. Wunderbar. Ich bin sowas von bereit. Ihr könnt mich überhaupt nicht überraschen. Komm schon, vegane Kampfgruppe! Ich bin euer Gegner! Oh, gar nicht mal so dumm, der Typ. Gar nicht mal so dumm, der Typ. Seine Nahrung ist ihm also noch nicht zu Kopfe gestiegen. Nein. Also, was ich nur mal klarstellen muss, denn mittlerweile muss man das ja alles klarstellen, weil Political Correctness und so. Ich habe natürlich überhaupt nichts gegen vegan und überhaupt nichts gegen vegane Ernährung. Leben und Leben lassen ist die Devise, aber, wobei, gar keine Aber. Es gibt keine Aber. Es gibt einfach keine Aber. Ich habe nichts dagegen. Aber Witze kann man gegen alle machen. Denn nur dann sind alle gleichberechtigt, wenn man Witze auf Kosten aller machen kann. Jetzt sind halt Veganer dran. Mal sehen, wer als nächstes dran ist. Boah. So, können wir wieder nach oben? Wir können nach oben. Hallo? Ich wollte gerade sagen, kann ich da jetzt nicht hochklettern? Das wäre ja ziemlich witzlos.
Schade, dass ich den keinen Hamburger oder was mal reinhämmern kann. Das wäre wahrscheinlich genauso effektiv. Wir könnten sie auf jeden Fall ablenken. So. Hallo. Make some work. Make sore work. Areas clear before turning on pumps. Sieht aus wie so eine kleine Schaltzentrale. Schlüsselkammer zum Vorrats. Schlüsselkarte zum Vorratslager. Gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant Lumley gehört. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort gelagerten Vorräte sind. Finden Sie heraus, was mit Lumley passiert ist. Und was noch wichtiger ist, sichern Sie unsere Nahrung und Munition. Okay, das ist diese Tür, die wir weiter zurückgesehen haben. Handwaffe zur medizinischen Hilfe. Interessant. Wir haben ja tatsächlich diese Tür gesehen mit der Schlüsselkarte. Wir konnten aber da nicht zu, weil wir die Schlüsselkarte nicht haben. Und jetzt müssten wir also wieder zurückgehen. Sergeant Cochrane, gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant. Ja. Anzugstation. Warum direkt zwei? Ach, weil man hier im Koop sonst durchläuft? Oder wie? Der arktische Anzug wurde freigeschaltet. Anzug wechseln. Arktischer Anzug. Der arktische Überlebensanzug besteht aus geheimen Scaff-Synthetikfasern, die den Körper vor extremer Hilfe und Hypothermie schützen. Ja, Isaac. Isaac, ich will dich vorwarnen. Die schieben dir gleich was in den Hintern. Vorsicht. Vorsicht. My boy. Ich weiß, du wolltest immer eine Anal-Jungfrau bleiben, aber it's too late. It's too late. Okay. Vielleicht hat er schon mal seine Erfahrung gemacht. Er wirkt jetzt gar nicht angefasst. Ist das das richtige Wort? Okay, sehr geil. Können wir da irgendwas upgraden? Nope. Wir könnten die Panzerung erhöhen. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Wir erhöhen auf jeden Fall die Panzerung. Und beim nächsten Mal haben wir da dann das Maximum. Können wir hier noch irgendwas machen? Nope. Wir könnten Nachladen der Stase verkürzen. Können wir hier sonst was machen bei der Chinese? Die Reichweite? Den Schaden. Und die Reichweite maximieren. Bei der Stase können wir jetzt leider nichts mehr tun, denn uns fehlt der Energiewandler. Aber den kriegen wir noch. So. Drücke und halte B für die Ortung. Ah, ja. Ich muss also... Ach, er hat meine Analsonde erkannt. Und deswegen darf ich jetzt hier durch. Verstehe. Das ist natürlich... Natürlich nice. Oh, endlich können wir da draußen in dieser lebensfeindlichen Umgebung... Können wir jetzt überleben? Ist das nicht großartig? Und Buckle, wie gesagt... Das tut mir alles so schrecklich leid, Buddy. Es ist so... Es ist so unnötig gewesen. Also ich werde auch... Definitiv, jetzt habe ich das mit den Sucherbots verkackt. Ah Gott, das können wir auch draußen machen. Ich werde definitiv ein ernstes Wörtchen mit denen reden, wenn ich die getroffen habe. Ich sag euch, das geht einfach gar nicht. So, Anzugstation, Bank, Ziel. So, hoffentlich hat er jetzt das richtige Ziel aktiviert. So. Ausgang der Wegstation. Wir können raus. Can you stop? Please! Stop it! Ich frag mich jetzt auch, ob die einfach nur die ganze Zeit spawnen, endlos, oder ob die auch mal aufhören damit. Oh! Dieser Planet kotzt mich jetzt schon an. Ich meine, warum muss ein Eisplanet auch so sein? Warum kann es denn nicht ein Eisplanet bestehend aus Ben & Jerry's Eis sein? Meine Zunge würde die ganze Zeit am Boden kleben. Aber auf solche Ideen kommt ja niemand. Okay. Gehen wir mal in die Richtung. Sehr gut, den können wir schon mal hier hinlassen. Sucherbot, suche mir Ben & Jerry's Eis. Please. Okay. Oh, da drüben ist was.
Daher gucken wir es auch mal an. Es ist ein Halbleiter. Das ist jetzt nicht so schlecht. Okay, wo? Das Ziel führt mich dahin. Also das ist offensichtlich auch der richtige Weg. Zu diesem Nebenziel eben. Und das würde ich sagen, gucken wir uns dann schon mal an. Okay, der will mich jetzt da durchschicken. Okay, da muss ich auch wirklich durch. Mit einer freundlichen Erinnerung des Lebens. Da. Necromorphs. Hallo. Das ist die Tür. Da ist sie. Where? What the? Okay, rein. Rein. Schnell aufmachen. Nebenmission. Optionales Ziel. Optionale Mission. Vorratslager. Könnte ganz geil werden. Denn... Akten finde ich auch nicht schlecht. Denn wir können nicht genug Material gebrauchen. Also es... gibt nicht genug Material. Nie. Ist da wer? Verdammt, hier ist niemand. Das glaube ich nicht. Synchronisieren Sie Ihren Ortungssender mit Sergeant Lumleys Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lumley hat beides. Kacke. Ohne Mampf kein Kampf, aber sowas von. So, man kann auch da hoch, okay. Möchten wir an der Bank gerade überhaupt irgendwas machen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Construction. Ah ja, okay. Pläne, Schrotflinte. Wieder was Neues? Nicht, dass ich wüsste. Naja. Ich bin gerade sehr zufrieden, wie es ist. Ja, an der Anzugstation müssen wir auch erstmal nichts machen. Okay, wir gehen erstmal zu den Akten. Ich werde Lumleys Akte finden. Und sie gegen ihn verwenden. Hallo? Textlog. Ja, jetzt erstmal zur Beruhigung was lesen. Pepper Woods, Band 5. 29. August 2311. Erste Landezone eingerichtet. Franklin und Crozer mit Ausrüstung und Personal unterwegs. Aufbau des Lagers schreitet voran. Sergeant George Cochran und 25. Engineering errichten Pipeline zur primären Grabungsstelle. Lagers fertig. Hören wilde Geschichten von primärer Grabungsstelle. Stürme erschweren Nachschub. Haben Franklin heute aufgrund heftiger Winde verloren. Crew vermutlich tot. Crew der Franklin geborgen. Sie waren auf einmal hier. Irgendwas stimmt nicht. Behalten Sie hier, bis Sie zwecks Beobachtung zur Greedy gebracht werden können. Abschalten, 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 abschalten. Mach uns vollkommen. Make us whole again. Ja. Das haben wir alles schon mal gehört. Das sind uralte Geschichten, Pepper Woods. Denk dir doch mal was anderes aus. Das ist wirklich peinlich. Unfassbar peinlich. So. Yes. Yes. Yes! Nice. Beide Sucherbots im Einsatz. Oh, da geht's auch hoch. Dann gehen wir erst hier hoch. Aha. Halbleiter. Und Energiewandler, ganz wichtig.
Die Energiewandler sind irgendwie jetzt, weiß ich nicht. Die fährt hier echt rum. Die sind echt so ein bisschen Mangelware gerade. Die Tür geht nicht auf. Das mit der Stasis ist echt geil. Wie lang kann er fliegen? Dem ist die Kotze im Halse stecken geblieben. Guckt euch die an, ey. Deren Gebisse sind einfach mit ihrer Kapuze verwachsen. Meine Güte, ey. Eis. Kein Ben & Jerry's Eis. Ihr solltet doch was finden. Stiefel. Die sind nicht so gut wie meine Moonboots. Habe ich da gerade Wolfram gefunden? Ich glaube, ja. Okay. Raus hier. No shit. Was haben sie denn mit... Ist das Lumley? Was haben sie mit ihm gemacht? Vielleicht haben sie ihm dieses komische Darmsystem rausgenommen. Da ist noch ein Lumley. Oh mein Gott. That's not so good. To be honest. Noch mehr Wolfram. Was haben wir hier? Okay. Auf diesem Planeten geht was echt Krankes. Kaum. Was verdammt Krankes. Quatsch. Uns vollkommen. Was meinen Sie, was das heißt? Sergeant, bitte, Sir. Können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drin. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich. Ich habe das Gefühl, das waren die beiden, die hier drin waren. Make us whole. Oh Gott. Sie haben... Unterlass! Wo? Oh. Alter, ich dachte eigentlich, ich habe ihn voll ins Gesicht geschossen. Immer diese kranken Fehlfunktionen. Stellt euch vor, ihr habt ein Gerät. Und bei jeder Fehlfunktion dieses Geräts tauchen Mitarbeiter der Firma auf, um euch herum mit Trollmasken und versuchen euch zu pranken. Das ist genau der Status, an dem wir uns jetzt hier befinden. Das ist nicht hinnehmbar. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal irgendeine Energiequelle. Die wir da unten auch nicht haben, aber da... Okay. Gucken wir uns das erstmal ein bisschen genauer an. Denn wie heißt es doch so schön? Ohne Mampf kein Kampf. Wir haben es gerade gelernt. Es ist eigentlich ganz einfach. Come on.
schön, dass sie erst noch warten, bis ich wieder ready bin. Oh, fuck. Hämmer das E! Gib ihm das D! Hämmer das E! Gib ihm das D! Why is everything so heavy?